Hi zusammen und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht in meinem letzten Video mitbekommen habt, haben wir es geschafft. Wir sind 800 Abonnenten auf meinem Kanal und ich freue mich sehr, 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 sehr. Und wie ihr wisst, gibt es dann auch immer was zu gewinnen auf meinem Kanal, sobald wir die 100 erreicht haben. Also das nächste Mal dabei 900. Und das stelle ich euch jetzt einmal vor und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, ich war einkaufen und jetzt stelle ich euch die Sachen vor, die ihr gewinnen könnt. Was müsst ihr tun, um das zu gewinnen, was ich euch jetzt gleich zeige? Und zwar, ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, müsst das Video einmal liken, also sprich, gebt mir einen Daumen hoch und verratet mir, aus welcher Stadt oder aus welchem Dorf ihr kommt. Also geht unten auf das Kommentarfeld und schreibt mir, wo ihr wohnt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Das sind die drei Teilnehmerbedingungen. Und alle weiteren Infos zu den Teilnehmerbedingungen findet ihr dann noch unten bei mir in der Infobox. Wir beginnen mit dieser wunderschönen Tasche. Ihr wisst, ich habe selber so eine Tasche in einem anderen Look und habe auch in meiner letzten Verlosung auch so eine Tasche gehabt, allerdings auch in einem anderen Look. Und jetzt habe ich Leo genommen. Ich finde, diese Tasche sieht so, so hochwertig aus. Sie ist von Cosmopolitan und da passt ein Tablet rein. Da passt so viel Make-up rein. Also wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr reisen seid, die könnt ihr als Kosmetiktasche nehmen. Da könnt ihr Stifte reinpacken, Bastelutensilien, Nähzeug. Also alles, was ihr irgendwie findet. Die Tasche ist sehr, sehr hochwertig, sehr elastisch. Und die ist dann noch frei gefüllt mit vielen, vielen Dingen, die wir uns jetzt auch einmal zusammen anschauen werden. Wir beginnen einmal mit einem, wie nennt sich das, Pops Pockets. Genau, ich liebe diese Pops Pockets. Das ist jetzt von It Girl, also It Cosmetics. Und das macht ihr euch hinten ans Handy und habt dann einfach das Handy viel besser in der Hand. Ich habe es selber und zwar ist es so ein Button, den könnt ihr so ein bisschen rausziehen und dann habt ihr das Handy einfach total gut in eurer Hand liegen. Ihr könnt es dann auch so abstellen, also wenn ihr irgendwo sitzt, könnt ihr das so abstellen und euch zum Beispiel meine YouTube-Videos angucken oder irgendwelche anderen Dinge damit machen. Und ja, es liegt einfach super, super in der Hand und wenn ihr es wieder zumachen wollt, weil ihr es gerade nicht braucht, klappt ihr es einfach wieder so zu. Dann geht's weiter. Ich habe mein absolut perfektes Deo gefunden. Und zwar war ich auf der Suche, ich war bei Rossmann und wollte mir mein Creme-Deo kaufen. Dann hatten die das aber nicht da. Und dann habe ich dieses hier gefunden. Und zwar ist es von Isana, das Antitransparent Deo-Creme für, mit sanfter Frische für ein trockenes Hautgefühl. 0% Alkohol und es ist neu. Dieses Produkt kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber ich meine 98 Cent. Dieses Produkt zieht sofort in eure Haut ein, lässt überhaupt keine weißen Rückstände da und es hält bei mir wirklich den ganzen Tag. Ich habe ein super gutes Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich unangenehm rieche. Ich habe immer dieses frische Gefühl und ich bin sehr, sehr, sehr verliebt in dieses Produkt. Dann gibt es vom Balea eine Avocado- und Honig-Tuchmaske für normale und trockene Haut. So sieht sie aus. Ich bin ein absoluter Fan von Tuchmasken. Ich finde die total gut. Hab diese aber tatsächlich noch nie ausprobiert. Also an die Gewinnerin schon mal, wenn du es ausprobiert hast, dann sag mir doch mal Bescheid, ob die Maske was kann oder ob es ein Flop ist. Dann geht es auch noch weiter. Ich fand das Packaging einfach total süß. Und zwar von Isana Jung eine Limited Edition. Und zwar Girl Power. Genau, Girl Power, eine Girl Power Handcreme. Spendet auch 24 Stunden Feuchtigkeit und ich fand, wie gesagt, dieses Girl Power einfach mega, mega gut. Und ich finde, wir Mädels sollten einfach zusammenhalten. Und dafür steht diese Handcreme. Dann ist auch noch drin von der Fairy Box die Eigenmarke, eine Lippenpflege. Auch super, super süß mit diesem kleinen Vogel da drauf. Mag ich sehr gerne. Dann habe ich euch noch reingepackt ein Notizbuch. Und zwar steht da drauf Things I Can't Say Out Loud. Das ist es und das ist halt, wie gesagt, so eine schöne Kladde, da könnt ihr euch Notizen reinschreiben,
könnt ein Kochbuch rausmachen. Das mache ich auch mit diesen Notizbüchern total gerne, wenn ihr gute Rezepte habt, dass ihr die hier reinschreibt. Ihr könnt es als Tagebuch benutzen. Ihr könnt einfach eure Gedanken reinschreiben oder einfach mal euren Frust rauslassen. Das hilft total gut und oft, wenn ihr das euch von der Seele schreibt. Also nochmal so ein kleiner Tipp von mir. Damit könnt ihr halt ganz viel machen und ich fand es einfach total süß mit dem Gold und dem Rosa und dem Türkis. Also super schön. Und das letzte Produkt, was jetzt hier in meine, in der super süßen Tasche kommt, ist von Revolution. Schaut euch diese wunderschöne Lidschattenpalette an. Ich mag diese roten Töne, Rosatöne, Fliedertöne. Ja, dieses Altrosa so gerne. Und dann sind da auch noch so dunkle Farben bei. Ihr könnt damit einen super mega hammergeilen Smoky Eye schminken. Also eine absolute Traumpalette für den Alltag, gerade weil hier auch viele helle Farben für die Base, um eine Base zu schaffen, drin sind oder halt auch die dunklen Farben. Ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, direkt diese Vierecke zu benutzen, weil ihr kennt mein Motto. Mein Motto ist immer ein gutes Augen-Make-up besteht immer aus vier verschiedenen Lidschatten, von hell bis nach dunkel. Und da könnt ihr immer hier in allen Variationen diese Vierecke benutzen. Da ist nämlich immer eine helle bis eine dunkle Farbe drin. Das war's mit der schönen Tasche und dem Gewinn, was ihr gewinnen könnt. Also ich freue mich sehr. Ihr habt bis zum 6. Oktober einschließlich Zeit, an der Verlosung dran teilzunehmen. Wie gesagt, alles steht auch nochmal unten in meiner Infobox. Und ja, auch nochmal ein herzliches Danke an euch, dass ihr mir immer so treu bleibt. Und das freut mich natürlich auch, der Austausch immer mit euch unten in den Kommentaren. Der macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Also traut euch auch ruhig mal unten in die Kommentare einfach reinzuschreiben, mir eure Tipps zu verraten. Das freut mich auch. Und ja, einfach auch nochmal von mir ein großes Danke an all meinen Abonnenten, also an euch. Also nochmal von mir ein herzliches Danke und wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem neuen Video und passt auf euch auf, eure Vanessa. Tschüss!